Hallo und herzlich willkommen zurück zu FEEF, liebe Freunde. Ja, und wir waren stehen geblieben auf diesem wundervollen Teppich. Und ich habe keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind im Spiel. Ach so. Etwas in dir ist anders, Kind der Schatten. Die Balance der Urkraft ist weg. Sie hat mit dir gesprochen, doch du hast nicht zugehört. Du meinst Aaron? Der Unfall erfüllte sie nicht nur mit Urkraft, sondern mit der Stadt selbst. Stirbt sie, solange die Urkraft in ihr ist, stirbt auch die Stadt. Sie wird vergehen, als hätte sie nie existiert. Der Baron dachte, mit allen Teilen kann er ihr die Urkraft entreißen. Mit allen Teilen, ja. Und du hast das Fehlende gesehen. Denk nach. Orion. Du musst in die Kathedrale. Sobald du Orion das fehlende Teil gestohlen hast, musst du Aaron von der Urkraft befreien. Ohne sie zu töten. Deine Stadt braucht dich, Garrett. Ich bin kein Heiland. Diese Stadt und ihre Bewohner machen dich aus, Garrett. Um allein zu sein, brauchst du etwas, das du meiden kannst. Ja, ne, da bin ich ganz ihrer Meinung. Die alte Dame spricht weise. Ne? Wenn man Leuten aus dem Weg gehen will, dann braucht man schließlich Leute, die da sind, weil sonst kann man ja niemanden aus dem Weg gehen. Ne? Das klingt logisch. Ja, und jetzt weiß ich, glaube ich, auch wieder so halbwegs, wo ich stehen geblieben bin. Glaube ich. Und wie zum Teufel ist die eigentlich hier reingekommen, sag mal? Die hat sich einfach hier in unser Geheimversteck geschlichen. Ja, so viel zum Thema Geheimversteck. Das ist ja, ja. Mhm. Ich glaube, ich sollte mir einen anderen Platz aussuchen. Der hier ist nicht mehr sicher. Na gut. Die Stadt Stone Market. Ja, wir gehen in das Viertel. In das Ghetto-Viertel. Und die Stadt ist jetzt wahrscheinlich eh total außer Rand und Band, würde ich jetzt fast mal behaupten. Die Kathedrale steht im alten Viertel. Sie ist verlassen, seit die Leute zurückdenken können. Ja, das ist gut zu wissen. Dann schauen wir doch mal hin. Wenn die verlassen ist, klingt ja wieder super gruselig. Die Stadt verändert sich. Ein neues Zeitalter. Dank Orion. Dank Orion, ja, ja, genau. Was wird der Fluss schon für mich anschwemmen? Denkst du? So, wir müssen dahinter. Wie soll ich da wieder hinkommen? Wie schaut denn eigentlich unser Inventar aus, sag mal? Ressourcen. Schauen wir doch da mal rein. 8 Seilpfeile. 0 von 15 Wasserpfeile. Ah ja, okay. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Wir sollten... Huch, was soll das denn jetzt? Wir sollten vielleicht tatsächlich erstmal einkaufen. Achso. Wir sollten erstmal einkaufen gehen. Wäre ich ja jetzt definitiv erstmal dafür, weil so unausgerüstet fühle ich mich nicht ganz wohl in meiner Haut. Oder in meiner Ledersuite. Wollen wir dann rüber ins Burg? Ja, ich gehe schon mal vor. Ich trinke einen für euch mit. Oder zwei. Oder drei.
Hüpf. So. Jetzt ist da gleich wieder Mordsgeschrei. Da wette ich was. Irgendeiner steht wieder da und protestiert und schreit und blärt und hetzt die Leute. Sie haben alles verbrannt. Das ist ja gut. Da ist hier wenigstens endlich Ruhe. Ah, ist das angenehm. Wenn du jetzt noch zum Heulen aufhörst, dann ist alles super. Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Das ist sehr schön. Das hast du schon ein paar Mal erwähnt. Ich glaube, der hat nur diesen einen Satz von seiner Mutti gelernt. Wir könnten auch tatsächlich mal erstmal gucken. Upgrades 1800. Bogenschussstärke. Schlagstockschaden. Rein theoretisch. Holen wir uns das mal. Komm, wir holen uns jetzt erstmal das hier. Zack. Boom. Bogenbalance. Balance. 620. Siehst du, das andere Zeug können wir schon wieder nicht mehr kaufen, aber das ist nicht so wild. Das ist tatsächlich nicht so wild, weil. Ja. Muss ich halt mal genauer zielen und Kopfschuss und so, weißt du? So, Seilpfeile. Bestand 10. Achso, er hatte Bestand. Vorhanden 8. Ach so, ich bin so doof. Hier, da, genau. Kaufen. Und dann haben wir den Sägezahnpfeil. Ja, komm. Wir haben ja die Kohle. Was soll's? Was soll der Geiz? Feuerpfeile? Nö, die brauchen wir nicht. Explosionspfeile brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Nee. Nö, Wasserpfeile. Die brauchen wir definitiv. Die werden wir uns erstmal auffüllen bis zum Anschlag. Und dann haben wir hier noch Erstickungspfeile. Da nehmen wir auch noch ein paar mit. Die sind ja doch ganz praktisch. Muss ich da dazu sagen. Seilpfeile noch 2 Stück. Stumpfer Pfeil. Ja, komm. Was soll's. Wie gesagt, wir haben das Gold. Leuchtbombe brauchen nicht. Mohn 0 von 5. Oh. Da nehme ich vielleicht mal gleich direkt 3 mit. Nahrung haben wir 4 von 5, die werden wir garantiert wieder irgendwo finden. Da scheiße ich jetzt mal drauf. 3 von 5 Monaten. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. So, und jetzt ab. Nö, da gehe ich jetzt nicht runter. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich mal runtergucken soll, ob da irgendwie was passiert ist oder so. Ah, nö, da habe ich jetzt keinen Bock. Nö. Ich gehe erstmal in den Ladebildschirm und dann weiter. Das ist ja. Huch, ich sollte vielleicht nicht direkt im Licht rumtanzen. Das ist vielleicht. Also, hallo? Was macht denn der da hier? Sag mal. Wir gehen natürlich wieder den altbewährten Weg übers Dach. Der ist vielleicht definitiv besser. Sicherer. Als alles andere. So, jetzt müssen wir uns bloß noch überlegen, wie wir dann da hinten an den Typen da vorbeikommen. Komm ich da auch lang? Ja, ich glaube schon, ne? Ja, aber wir müssen da hinten durch. Was ist das hier eigentlich? Ja, der Schrank ist offen, hier waren wir schon mal drin. Und dann gehe ich mal schwer. Was ist denn das? Ernsthaft? Oh, was? Bitte was? Fällt euch das gerade auf? Die haben einfach irgendeine Stelle genommen und haben die hier dahinter geklatscht? Oder wie? Wie sehe ich das? Das passt ja mal überhaupt. Okay, nein. Das interessiert mich jetzt. Das interessiert mich jetzt. Ob ich hier tatsächlich schon mal drin war? Ich
weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ach so. Ach so. Ja, nee, ne? Ja, nee. Das war bloß eine Abkürzung nach drüben. Ja, ja. Hier war ich schon mal drin. Aber das ist schon faszinierend irgendwie. Wenn man sich mal so da, wenn man da mal durchs Fenster guckt und hier gepflasterten Straßenboden sieht und hier die Straßenlaternen und lauter so ein Zeug. Obwohl wir eigentlich auf dem Dach sind. Ja, das ist schon... Oh, hi. Tag. Den hätte ich jetzt fast vergessen. Hallo? Garrett, sag mal. Meine Güte. Der stellt sich aber wieder an hier. Oh, cool, halte E. Wetten, Besso war wieder hier und hat uns einen Balken in den Weg gestellt. Ja, natürlich. Natürlich, wie soll es auch anders sein? Natürlich, natürlich, natürlich. Oh. Das schaut ja gemütlich aus. Oh, guck mal. Was haben wir denn da Schönes? Was haben wir denn da Schönes? So, wo haben wir denn unseren stumpfen Pfeil? Hier. Oh, das mit der Zielzeit ist ja richtig nice. Das mit der Zielzeit, das hat sich auf jeden Fall schon mal rentiert. Oh, den haben wir verschwendet. Da war ich zu schnell. Da war der Art wieder zu schnell. Das kommt ja hin und wieder mal vor. So, was haben wir denn hier? Gibt es hier noch irgendwas zu entdecken? Irgendwas zu mitnehmen oder so? Gratis Bier? Vielleicht? Nein. Okay. Hier gibt es nur Wut und Zerstörung umsonst. Die Stadt ist voller Hoffnungsspender. Was? Hoffnungsspender? Ja, natürlich. Sehe ich sofort. Auf den ersten Blick sehe ich hier mindestens ja, okay, das zeige ich euch später, die Hoffnungsspender. Das machen wir später. Ach, die interessiert mich gar, die interessiert sich gar nicht für uns. Das hätte ich mich vor der gar nicht verstecken brauchen. Ich habe gedacht, die schlägt gleich wieder Alarm oder so. Aber was haben wir denn hier? Einen schönen Geldbeutel. Den nehmen wir natürlich mit. Und was haben wir hier? Nix. Gut. Ja, kann ja nichts sein. Das Ding war ja vorher noch an der Wand. Aha. Aber hier haben wir was. Das ist ja super. Und wie kommen wir da jetzt hoch? Ach so. So kommen wir da hoch. Okay. Ich verstehe. Hier kommen wir nicht hoch. Nee, hier kommen wir nicht hoch. Na gut. Dann halt so. Das ist ein bisschen... unüblich der Weg, aber was soll's. Hauptsache, wir haben wieder irgendwas Geheimes gefunden und... Ach, das Bett. Haben wir sonst noch was? Nö. Ach, die Tür geht gar nicht auf. Das ist ja doof. Schade eigentlich. Ich habe gedacht, die Tür kann ich jetzt aufmachen oder irgendwo das Fenster klettern oder so. Nee. Ich muss irgendwie anders... Der Galgen. Der Galgen. Das ist seltsam. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Hä? Hä? Ach, ich ahne, wie ich hier hochkomme. Nur wieder von einer Seite oder so. Ach, Manu. Oder ist hier nochmal ein Sa... Nein, hier ist kein... Da ist eine Kerze. Ach, guck mal, weißt du was? Eine Kerze. Eine Kerze können wir doch tatsächlich mal ausmachen. Wieso funktioniert das nicht?
Das funktioniert nicht. Toll, ich habe gedacht, jetzt können wir eine Kerze ausmachen, aber nein. Nein, natürlich nicht. Na gut, dann halt nicht. Wenn die nicht will, dann kann die mich jetzt auch mal kreuzweise. Na gut. Dann halt wieder ab nach unten. Was soll's. Ich habe mich jetzt schon gefreut, dass wir hier einen schönen Umweg gehen können, ja. Vor allem einen schönen Umweg. Eine schöne Abkürzung. Oh, das könnte das Rätsels Lösung sein. Wo sind wir denn hier? Ah, Muddler's Row. Waren wir hier schon mal? Das kommt mir... Crenshaw? Ich weiß nicht, das kommt mir noch nicht so bekannt. Da ist auch eine Kerze. Da ist auch eine Kerze. Und hier... Hä? Was ist denn das alles hier? Hier war ich doch noch nicht, oder? Und das hier ist auch kein Geheimraum, weil... Kein Düdelüt und die Tür war nicht abgesperrt und... Hä, was ist das denn hier? Das ist jetzt schon ein klein wenig merkwürdig. Da ist einfach mal so ein Raum, der ist da halt und tut so, als wäre er toll. Und in Wirklichkeit kann er gar nichts. Und hier ist auch nichts, oder? Hier ist nur eine Leiter. Und hier ist noch irgendwas zum Runterschießen. Und hier... ist eine Kerze, die da brennt und ich kann sie nicht ausmachen. Ja, okay, gut. Wenn das so ist, dann ignorieren wir die Kerzen einfach weiter, so wie wir es die ganze Zeit getan haben. Oh, da sind ein paar Seilpfeilbalken. Das ist gut zu wissen. Und das Ding da ist auch interessant. So. Wege. Aber was ist da auch? Eieieiei. Das Gebiet hier ist ganz schön weitläufig. Und die Tür kann ich auch aufmachen. Sag mal. Das ist ein großes Schloss. Au. Und das ist auch ein bisschen sehr feinfühlig, was ich gerade eben im Moment nicht so bin. Ja, los, komm. Sehr schön. Dann bitte aufmachen. Ist das dein Ernst? Hieß das schon wieder gar nicht? Oh, doch. Ein Schalter. Ich habe mich gerade über ein Gemälde gefreut, aber so im Nachhinein, das ist jetzt auch nichts Besonderes. Wo ist denn der Schalter? Ah, ist der erste. Da ist der zweite. Ein Safe. Ah, wunderschön. Wunderschön, da mehrt sich wieder das Gold. Da mehrt sich das Gold. Die Tür ist zu. Okay, das ist einfach nur ein Raum mit einem Safe. Ein Treppenhaus mit einem Safe. Das Schloss war total... Nein, dann halt nicht. Mann. Verdammte Kerze. Oh. Das habe ich fast übersehen. Kann man hier? Nein, kann man nicht. Hier hoch geht wohl auch nicht. Nein. Wir müssen wohl da drüben irgendwie hoch. Ich sehe das schon. Was ist das eigentlich hier? Das werden wir bestimmt gleich rausfinden. Wie kommt man da unten rein? Ich will da rein.
Hier also schon mal nicht. Na, okay. Wir lösen jetzt erstmal das Seilproblem. Das ist ja wieder ganz toll. So. Und so. Haben wir das schon mal erledigt. Und hier... Oh. Ey. Das putzt er aber wieder auf, ne? Ist ja schon klar. Verunreinigt hier die Stadt mit seiner Kotze. Das ist ja nicht mal... Das ist ja widerlich. Widerlich. Wie kannst du nur... Du machst aus unserer schönen Stadt einen richtigen Schandfleck. Ah. Aha. Ja, das ist schön. Das ist schön. Jetzt bin ich hier. Rituale. Was ist aus der guten alten Glücksmünze am Grab des Wachmanns geworden? Ja, das frage ich mich auch. Die hat wohl jemand geklaut. Da, ernsthaft. Da war nichts drin. Oh, Mon. Gut, dass wir nicht voll gekauft haben. Tagebuch der Wachshexe. Ja. Okay. Gucken wir uns mal an. Das könnte vielleicht was Interessantes sein. So, Dokumente. Stone Market. Kerzenwachs-Ritualbuch. Ziegenkraut und Schwarzwurz halten Wacht gegen die üblen Schrecken der Nacht. Bienenwachs und Schweineblut sind dem Licht der Kerze gut. Aha. Okay. Gut zu wissen. Werde ich mir merken. Tagebuch der Wachshexe. Die alten Worte sind richtig. Man kann die Toten dazu benutzen, die Schwermut abzuhalten. Ich habe 3 Dutzend Kerzen aufgestellt und spüre bereits, wie sich die Stimmen zurückziehen. Ich muss mich beeilen. Ich brauche doch mehr Zutaten. Zumindest dürfte es in der Gosse genügend Blut geben. Aha. Okay, ich frag gar nicht erst. Nö, ich will es gar nicht wissen. Ich will hier wieder raus, das ist mir unheimlich. Die Wachshexe ist mir suspekt, sehr suspekt. Da gehe ich lieber zu meinem alten Kumpel Herbert. Okay, nein, auch zu dem nicht. Der steckt mich bloß noch an. Danach wäre ich sterbenskrank und dann kann ich meine Mission nicht mehr ausführen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er ist überall. Er ist überall. Und er kotzt überall die Stadt voll. Eine Unverschämtheit ist das. Sich einfach zu vermehren und dann an jedem Eck die Stadt gleichzeitig voll zu kotzen. Okay, hier geht's auf jeden Fall nach oben. Aber wo geht's hier hin? Das geclosed ist hier. Das geclosed. So geclosed. Kann man hier hoch? Komm ich hier hoch? Komm ich hier hoch? Nein, ich komme hier so nicht hoch. Ich weiß schon, wie ich da hochkomme. Ich sehe das doch. Das hat jemand absichtlich gemacht. Nein! Wie kommst du denn da drauf? Wenn du meinst. Ich kann ja mal kurz hochkommen und dir zeigen, wie gnädig der Tod ist. Doch, doch. Darfst du rückmachen. Kannst du rück davon ausgehen. Der Tod ist milde gestimmt heute. Er lässt dich in Ruhe. Oh. Jetzt eiern die da rum. Das ist ja ganz toll. Naja, wir haben gespeichert. Kann nichts mehr schief gehen. Ich hoffe, die kommen jetzt hier nicht. Kommen die jetzt hier rum? Oder was machen die da? Hallo? Hugo? Hugo, bist du's? Hugo? Nein, du bist nicht Hugo. Ich wollte gerade sagen. Oh. Weißt du, genau in dem Moment hat er sich wieder umgedreht, der Lurch. So,
dein Ernst? Haha, angeschmiert. Kollege? Alles gut? Alles gut mit dir? Hallo? Da hat der wohl einfach... Ich glaube, der hat wohl einfach einen Herzinfarkt bekommen. Der ist einfach so vom Stuhl gefallen. Das kann ich mir nicht erklären. Ich bewahre das auf, bis der wieder zu sich kommt oder so. Wenn er denn wieder zu sich kommt. In der Zwischenzeit mache ich hier mal sauber. Da freut er sich bestimmt, wenn er wieder zu sich kommt. Da freut er sich bestimmt, wenn hier sauber, ordentlich aufgeräumt ist. Sämtlicher unnötiger Kram beiseite geräumt. Weißt du, sowas zum Beispiel. Das braucht doch kein Mensch. Das kann man eigentlich direkt in den Müll schmeißen. Das braucht der garantiert nicht. Das ist total sinnlos. Warum sollte man das auch brauchen? Warte mal. Gut. Gut, ich hab nur geguckt, ob da vielleicht ein Schalter oder so ist. Naja, das hat man schon des Öfteren. Oh, Verzeihung. Ich hab dich schon wieder vergessen gehabt. Hier geht's nach unten und hier geht's auch noch weiter. Oh, Verzeihung. Schloss knacken. Schon wieder im Viererschloss gleich. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, was da hinter ist. Da ist bestimmt irgendwas Tolles. 5 Wachen oder so, die auf dem Stuhl sitzen und Herzinfarkt kriegen. Ja, Freunde, ne? Aber was wir hinter dieser Tür vorfinden, ja. Ne? Da muss was ganz Besonderes drin dahinter sein. Glaube ich zumindest. Und was wir da dahinter finden, ne? Das gucken wir in der nächsten Folge nach. Ne? Da dürft ihr euch überraschen lassen. Und bis jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte meinen definitiv heute mal wieder. Und haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.